So, dann gehen wir in das Pilzhaus. Diese Brücken da oben sind Schikanen, die jedes Mal, wenn wir ein reguläres Level abschließen, dann gehen sie auf und zu. Aber eigentlich sind sie mir sowieso egal, weil ich mit Hilfe des... Ah, das ist wieder so ein Level, hätte ich einen Froschanzug nehmen können. Wenn ich nicht sowieso sterbe, dann nehme ich ihn mir. Wow, ich habe mich durch den Block geglitscht? What the fuck? Oh mein Gott. So. Renn. Also das war auf jeden Fall ein episches durch den Block glitschen. Wie auch immer ich das gemacht habe. So. Na? Eine Blume. Kriege ich die Blume eigentlich oder wird das jetzt zum Pilz? Das wird zum Pilz, okay. Ja, in dem Spiel war das noch so, dass wenn man... Oh. Okay. Ich habe mich zwar wieder durch den Block geklitscht, aber gab es halt ein Leben. Ja. Will ich mich nicht beschweren. In dem Spiel war es noch so, dass man... Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja, genau. Wenn man eine Blume kriegt, aber klein ist, dann kriegt man halt nur ein Power-Up, weil die Power-Ups linear geregelt sind. Also, dass man praktisch immer nur eins höher kommen kann. So, und jetzt mit diesem Schiff, das ich jetzt gerade freigeschaltet habe, kommt man jetzt zu dieser Bonusebene, wo wir wieder zwischen Boxen wählen können und noch einen Froschanzug bekommen. Ich liebe die Froschanzüge, die sind cool. So, nehme ich auch gleich noch das andere noch mit. Gab es ja auch ein... Ne, da gab es ein Blatt am Anfang, okay. So, dann habe ich jetzt schon drei Froschanzüge. Ich muss ich mal langsam benutzen. So viele Wasserlevel kommen gar nicht mehr. So, versuchen wir halt nochmal unser Glück hierbei. Okay. Nein! Okay, Versuch Nummer 2 bei den Teilen. Ich möchte die einmal wenigstens hinkriegen. Wenigstens einmal im Let's Play. Okay. Ja. Und das war, glaube ich, zu langsam. Ja. Fuck. Okay, gut, dann gehen wir wieder ins Kanu. Und mit dem Kanu komme ich aber noch weiter. Kann ich auch hier weiter rechts gehen und komme da zu noch einem Pilzhaus. Was gibt's da drinnen? Ja, Pickebox. Oh, das ist jedes Mal nervig, das jedes Mal von neuem zu lesen. Ich kann mich leider die ersten paar Sekunden, wo er das schreibt, nicht bewegen. So. Ein Pilz. Und was gibt's hier jetzt rechts noch? Ah ja, da sieht man praktisch schon das Ende. Aber das ist jetzt uninteressant, weil wir wollen jetzt einfach weitermachen mit den normalen Leveln. So. Level 6. Scrolling ist nicht gerade das schönste Level-Design, was ich finde. Aber naja, ich kann es halt nicht ändern. So, ich warte noch eine Runde ab und dann... Hep, wenn ich da jetzt drauf springen würde, werden die sich noch drehen, werde ich wegkatapultiert und naja. Ich brauche das gar nicht machen, weil ich schon so schlecht genug spiele. Nee. Ich brauche... Ja doch, groß kann ich mal werden. Ich brauche davon eigentlich gar nichts richtig benutzen, weil wenn ich sowieso durch Runterfallen sterbe, bringt mir das herzlich wenig. Aber ich kann halt so eine Blume abgreifen. So. Jetzt muss ich hier runter.
Ja, ich sterbe wirklich durch Runterfallen nur. Okay. Ich nehme kein Item. Das wäre mir zu lame. Bup, 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 bup. So, jetzt muss ich nur von rechts treffen, damit der Pilz. Von links treffen, damit der Pilz auch nach rechts geht. Das ist in diesem Spiel noch ein bisschen blöd gemacht. So. Und jetzt möchte ich bitte den Koopa. Ich wollte sagen mitnehmen, aber nein, dann halt nicht. So, was mal kann ich jetzt hiermit anfangen? Aha, ein Blatt rausholen. Gut. Und hier ist eine Münze drin, okay. Mit dem Blatt kommt man hier deutlich besser durch. Ernsthaft, das ist... Plötzlich ist alles... völlig unproblematisch. Gut, noch eine Münze. Ich glaube, ich will da unten hin. Ha! That was skill. Oh Mann. Jetzt können die Blöcke ruhig wieder zu Münzen werden, natürlich. So. Und runter hier. Gut, das Level wäre damit im Grunde auch geschafft, wenn ich jetzt nicht an der Endpassage verrecke. Passiert aber meistens nicht. Oh, wir haben sogar alle drei Teile. Mal ausnahmsweise. Bringt aber trotzdem nichts. So. Ein Leben. Level 7. Die Wasserwelt ist so groß. Ach, das ist dieses Level. Mit diesen komischen Dingern, die Kugeln ausspucken. Die gibt's auch in New Super Mario Bros. Aber in Super Mario World habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen. Hä? Gibt's hier irgendwas? Ah, eine Pflanze. Also eine Ranke. Wo führt die mich denn hin? Ach, mal wieder sowas. Eigentlich recht uninteressant. So. Ah, fuck, die Koopa habe ich nicht bedacht. Ich habe jetzt mehr auf das Vieh da oben geachtet. Okay, das war's schon. Upp. Aber mit 20 Leben habe ich eigentlich noch ganz gut, liege ich noch ganz gut im Schnitt. Oh, neues Memory. Ich weiß gar nicht, wann das immer auftaucht. So, eine Blume ist hier. Ein Pilz ist dort. One up. Und 10 Münzen. Na gut. So. Wir machen als erstes das Schloss. Wasserschloss. Ja klar, ist Wasserwelt. Das zweite Wasserschloss, um eigentlich genau zu sein. So. Ach du Scheiße. Diese Schiebschiebs. Ich habe mich schon wieder durch den Block geklitscht. Was zur Hölle? Ich mach das nicht mehr absichtlich. Das ist einfach nur Bäm und ich bin durch. Toll. Die Blume hat mir viel gebracht. Nicht einen Gegner habe ich damit getroffen, aber ich wurde getroffen. Diese Geisterbalken. Die gibt es, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel. Ich habe sie sonst, glaube ich. Ich wüsste nicht, in welchem Spiel die noch sind. Ehrlich gesagt. Alter. Die sind aber recht tricky. Das Schwimmen ist in dem Spiel noch nicht gerade sehr leicht. So, Endboss? 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 Endboss, okay. Bum, bum. Nein! Was? Da fuck. Das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Okay. Möchte ich jetzt aber an die Truhe, an das Power-Up rankommen. Das heißt, ich will meinen Pilz. Gib mir meinen Pilz. Ah, Pilz, bleib hier. Okay,
Jetzt bitte nicht den Pilz wieder verlieren. Einfach normal laufen. So. Was hat mich denn hier, was hat mir denn hier den. Ach so, die Geisterschrank, natürlich. Gehen wir unten lang. Ist, glaube ich, sicherer. Und jetzt oben lang ist, glaube ich, auch sicherer. Und jetzt muss ich in der Mitte lang. Verdammt! So. Gut. Bum, bum, erneut. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schlecht. Okay. Nein! Ey, wie ich an dem letzten Treffer jedes Mal verkacke. So, okay, versuchen wir es halt noch einmal. So. Oh, wie es mich zurückschleudert, bloß weil ich gegen den Block. Ich liebe Wasserlevel. Not. Warum habe ich eigentlich nicht. Ah. Das nächste Mal, wenn ich sterbe, werde ich mich im Froschanzug ausrüsten. Ich bin auch so ein Idiot, dass ich den nie ausrüste. Obwohl ich ihn habe. Ich liebe den Froschanzug, aber ich benutze ihn nie. Das ist so blöd. Wahrscheinlich schaffe ich es dann jetzt in dem Versuch und es bringt mir dann absolut gar nichts mehr. Naja, gut. Ich nutze einfach jetzt jedes Level den Froschanzug. So. Nein. So, jetzt vorsichtig. Ja, das hat geklappt. Diesmal schaffe ich es wahrscheinlich wirklich, weil ich bin jetzt groß bei Bum Bum. Groß bei Bum Bum heißt eigentlich schon fast Free Kill. So. So. Das war's. Ohne Treffer. Na super. Toll. Ach, Mann. Okay, ich nutze den Froschanzug trotzdem jetzt. So, aber erstmal machen wir das Spielchen hier wieder. Hoffen wir doch mal, dass ich jetzt einmal hier was hinkriege. So, es kommt nach dem Pilz. Und das hat geklappt, okay. Ja, nach dem Pilz, okay. Bitte? Ja! Ich habe einmal meine 3 Leben. Das entschädigt die ganzen Verluste aus dem Wasserschloss gerade. So. Jetzt aber nicht vergessen, ich will meinen Frosch ausrüsten. Ich weiß nicht, was das für ein Level ist, aber ich rüste ihn einfach aus. Ah, super. Ausgerechnet beim zweiten von den Leveln. Wobei, das ist natürlich auch nicht so schlecht. Den Froschanzug kann ich nämlich auch weit springen. Nur das Laufen ist ein klein wenig blöder gemacht. Aber es muss ja nicht alles perfekt sein. Ha! Nein! Und da hat er mich gefressen. Gut, habe ich wenigstens das auch mal gezeigt. Ist mir egal, ich will vielleicht das Level trotzdem im Flocherscheinzug benutzen. 2 habe ich ja noch. Beziehungsweise jetzt noch einen. So, blub. Ich muss eigentlich nur vorsichtig genug sein. Dann kann er mich auch nicht erwischen. So. Wasser ist sonst immer total schwierig, ihm auszuweichen, aber dank dem Froschenanzug ist das locker machbar. Und das war einfach nur geniales Ausweichen. Oh fuck. Scheiße, da komme ich nicht durch. Nein, ich muss zurück. Nein, verpiss dich. Nein. Ah. Und der letzte Froschanzug geht drauf. So. Wir machen das ganze Level jetzt zum dritten Mal. Zweimal hat er mich schon gefressen. Aber Frosch schmeckt nicht so lecker. Er muss irgendwann mal Bauchschmerzen kriegen. Glaube ich jedenfalls. Ich habe den Frosch noch nie probiert. Okay. Ha, jetzt bin ich oben. Was sagst du nun? Hä?
kannst mich da unten mal ganz doll kreuzweise. Und ich hab's geschafft. Hup, hup, hup. So, mal gucken, ob ich den Stern hinkriege. Ne. Nichts mit Stern. Und da humpelt er davon. Oh. Okay. Nächstes Level mit dem Froschanzug. Und es ist wieder kein Wasserlevel. Hat sich ja äußerst gelohnt, die Froschanzüge so lange aufzusparen. Nicht. Ach du Scheiße. So, oh oh, Bob-Oms. Und ich bin mein Froschanzug los. Hier ist wieder so ein blaues Teil, da könnte man sich wieder dahinter verstecken. Werde ich jetzt aber nicht... weißes Teil, so blau. Könnte man sich wieder dahinter verstecken. Werde ich aber nicht machen diesmal, weil... keine Lust. Hab's ja jetzt ausreichend gezeigt. So, da ist eine Blume im Notenblock gewesen. Habe ich mir schon fast gedacht. So, ich nehme einfach mal so einen Block noch mit. Ah, ne, hätte ich gar nicht gebraucht. So. Was ist da drin? Ein Leben. Super. Gib her. Der Fuck. So. Was war das denn für... Achso, was war das? Ich kann, glaube ich, jetzt zurückgehen oder einfach weiter. Und ich gehe erstmal... Ich gehe einfach nur weiter. Zurückgehen wäre mir irgendwie zu blöde gerade. Irgendwie will meine Stimme gerade ein bisschen versagen. Keine Ahnung warum. Okay, gut. Dann machen wir jetzt... Haben wir jetzt auch das Level abgeschlossen. Kassieren wieder ein Leben. Sind dann wieder auf 20. So. Und nun sind wir bei der Röhre. Und die Röhre führt uns... ganz eindeutig wieder zum Schloss. Damit ist zum Endboss der dritten Welt. Das hier ist sogar ein Gegner aus Super Mario World, wenn ich das richtig sehe. So. So. Okay. Jetzt muss ich hier unten lang. Und ganz schnell da hoch. Denn da gibt es was zu holen. Ein Blatt. Okay. Ah, und ich hab's gleich wieder verloren. Auf jeden Fall will ich dieses Schiff hier auch beim ersten Versuch möglichst schaffen. Oh, und hier sieht man das erste Mal, das sind so Schrauben. Die kann ich praktisch damit bewegen, dass ich jetzt rumspringe. Allerdings, wenn ich die... Wenn ich darauf stehen bleibe, falle ich runter. Das ist später wichtig. So, und hier sind so eine Flammen noch. Kann ich hier oben drüber? Ja, okay. Bup, 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 bup. So. Und das müsste es gewesen sein. Ja, da ist die Röhre. Hallo, Wendy? Die macht diese Bälle. Länger, also für jedes Mal kämpfen macht sie einen Ball. Für jeden Treffen macht sie einen Ball. Na gut, okay, ich habe einmal die Schiffe verkackt und jetzt sieht man, was passiert, wenn es so weit kommt. Dann fliegt das nämlich weg und man muss es in der Welt verfolgen. Jetzt ist es nämlich dort hinten. Und deswegen ist es auch ganz nützlich, wenn man alle Level geschafft hat. Ich werde jetzt für dieses Ding einfach mal so ein Blatt benutzen. So, jetzt gibt es auch diese Anfangsanimation, wo ich auf das Schiff springe, nicht nochmal. Sondern wir sind direkt auf dem Schiff. So, die kann ich auch mit dem Blatt hier kaputt machen. Im Waschbärenzug. So. Und weiter geht's. Ja, das Blatt hier draus brauche ich ja eigentlich jetzt gar nicht. Das habe ich ja im Grunde schon. So, das war gut ausgewichen. Okay.
So, jetzt wird das hier. Das ist jetzt, wie gesagt, die Schraube ist noch nicht so wichtig, aber im späteren Verlauf vom Spiel gibt es Schrauben, wo ich unbedingt drehen muss. Die schaffe ich nicht mehr bis zum Ende. Das ist praktisch nur die Lernschraube. Wow, das war ein Wortwitz. So, Wendy, Rematch. Ich muss am besten einfach warten, bis sie ihren blöden Ball geschossen hat, den blöden Reifen, weil dann ist es nicht mehr so schwierig. Muss ich nämlich nur den Reifen einmal ausweichen und draufspringen. So, gut, das war's. Und die haben auch den nächsten Zauberstab. Gut, und damit sind wir jetzt auch mit Welt 3 durch. Und es ist wieder ein anderer König, diesmal ein etwas dunkelhäutiger, der wie Mario aussieht. Oh, Sank, ja, das hatten wir ja schon alles. Wir haben einen Brief von der Prinzessin bekommen, ja. Greetings, the white block contains magic powers that will enable you defeat your enemies. Der weiße Block. Ach so, das ist, die meinen bestimmt diese weißen Dinger, wo ich schon die Zeit, dass man durchfallen kann. Okay, das ist die vierte Welt. Also das dritte war ja Land des Wassers und das ist jetzt die Land der Riesen. Aber was uns hier erwartet, das seht ihr erst in der nächsten Aufnahme von mir. Bis dahin und tschüss.